mag die Leute dort nicht. Ich denke, die sind einfach so, wie sie sind. Und auch wenn es näher dran wäre, dass mehr Kontakt ist, dass sie nicht was. Das ist einfach, die leben da in ihrer eigenen Welt. Und sollen sie da weiterleben. Also sicherlich gibt es dann natürlich auch mal brisante Situationen, aber im Allgemeinen ist es recht ruhig hier eigentlich. Schrebergarten, alles schön. Kann das nicht sagen. Was das Schlechte kann das hier im Schrebergarten. Kann das ein bisschen sitzen, viel arbeiten. Ja, das ist echt. Aber muss so sein. Man kann das nicht arbeiten, kann das nie so schön leben. Soja, das war dein Bild. Sagst du mir jetzt nochmal die Farbe? Grün. Richtig. Grün. Mina? Grün. Gelb, genau. Die Kinder sind nicht nur aus dem Stadtteil, die kommen auch von außerhalb, sind aber trotzdem eher mit Migrationshintergrund. Ich denke, also dadurch, dass hier so verschiedene Nationalitäten vertreten sind, wird das schon von den Eltern akzeptiert. Man kann nicht die älteren Generationen jetzt umerziehen, also das gelingt einfach nicht mehr. Die sind zu überzeugt von ihrer persönlichen Kultur. Aber die neuen Generationen, die haben eine gemeinsame Kultur, die mögen teilweise vielleicht auch noch die Kulturen oder die Sitten und Bräuche der aus älteren, elterlichen Häusern leben, aber die haben auch was Gemeinsames. Der Ruf von Hakkadal haftet ja in jedem Einzelnen, auch an den Russlanddeutschen jetzt, nicht nur an den Kurden oder so. Man hat versucht, das hier zu verbessern, aber die Leute von außen, die haben ihr Bild und das lässt sich dann schnell, also schwer wegkriegen.